Servus. So, ich habe jetzt mal die ganzen Strecken, die hier sind, drauf fahren, mal in Ordnung gebracht, weil das eine ganze Weile gedauert. Man sieht es, glaube ich, überall die Betriebsstellen von dem Alte. Ja. Also die Hauptstraßen sind jetzt, glaube ich, fast alle. Die Hauptstraßen waren ja fast alle eingefahren, aber halt habe ich jetzt alle einspurig gemacht. Ja. Sieht man das hier? Ja, hier sieht man das hier. Ne? Hier ist jetzt alles. Hier habe ich eine Doppelspur. Oh, das ist jetzt alles. Das sind, glaube ich, einspurige Straßen hier, glaube ich. Oh, das ist jetzt erstmal einiges eingefahren. Das sind jetzt bei einem Hof. Ja, hier haben wir. Oh, hier geht noch eine Straße hinter, habe ich gerade eben noch gesehen. Aber die werde ich jetzt erstmal. Ist das hier? Naja. Ist eigentlich auch was, wo ich jetzt. Na gut, wegen Aufträge. Wegen Aufträge müsste ich doch vielleicht haben. Sind das hier eigentlich noch grüne Streifen? Keine Ahnung, egal. Werden wir schon irgendwann sehen, wenn wir dort sind. Ja, wenn ich mal dorthin muss, dann werde ich es einfahren. Ja. Aber sonst habe ich erstmal die Hauptstraßen alle eingefahren. Ganze Nebenstraßen. Hier fährt es auch immer. Na gut, nee, das wird dann ja einspurig. Ach ja, das geht ja dann zur Villa hier hoch. Die beiden Berge sind das ja. Gut, haben wir jetzt erstmal. So, ich mal nachgucken wollte, was sagen eigentlich meine Felder? Achso, kann ich ja nicht sagen, habe noch keine Bodenproben genommen. Stimmt, das müssen wir erst mal machen. Aber jetzt zeigt es mir ja, wenn ich schon mal was an. Okay. Aber ich muss ja jetzt erstmal Bodenproben nehmen. Gut, so. 40,1% Schaden. Wenn Sie ein bisschen hin und her fahren, ja, meine Güte. Gut, so, wir hatten ja gesagt, wir müssen jetzt erstmal einkaufen. Ja, mal gucken. Also wir haben Baumwolle und Zuckerrüben. Haben wir auf den Feldern. Das heißt, wir brauchen was für Baumwolle und was für Zuckerrüben. Und den normalen Drescher. Das wird teuer werden. So, Baumwolle. Ja, ich habe natürlich auch ein paar andere mit dabei. Also ich habe nicht nur Standardgeräte hier mit dabei. Ich habe einiges an Mods mit dabei. Die werde ich auch, soweit wie es auf der Karte sich das zulässt, nutzen. Aber ich muss halt hier nie mit 6 Meter fahren. Aber ich werde nicht die Rundball nehmen, ich will gerade Ball nehmen. Weil rund rollt gerne und rollen ist blöd auf bergischen Feldern. Also müsste das der sein. Genau. Die 40.000 stimmen nicht ganz. Irgendwie passen trotzdem, sind bloß zumindest 20.000 Liter. Steht bloß hier, aber die Beilen haben trotzdem das 20.000 Liter. Aber wir haben eine ordentliche Arbeitsbreite. Sonst ist, glaube ich, nicht anders. Na gut, die Arbeitsgeschwindigkeit ist eh verdoppelt worden. Ah, okay. So, gut, also den brauchen wir. Was ist denn hier wieder los? Okay. So, gut. Was haben wir denn hier Schönes? Hast du richtige Fehler nicht gemacht? Was haben wir jetzt? Sind es eigentlich, soweit ich weiß, keine Fehler gemacht? Was macht eigentlich immer das Ding hier auf? Das nervt das natürlich aber auch. Die Fehler waren eigentlich letztens noch nie. Na gut, ist erstmal jetzt egal, müssen wir halt mal kurz durch. Ganz viele Mitras. GPS. Ja. Hauptfarbe. So, jetzt überlege ich eine Farbe, die ich so ein bisschen durchziehe durch meine ganzen Geräte. Eine Farbe, die es eigentlich so gut wie immer gibt.
Ich bin ja eigentlich so ein bisschen Babyblau und das Goldhofer-Blau oder ein schönes Fendt-Naturgrün. Eine schöne Farbe, die es eigentlich immer gibt, aber gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Kleines gewesen. Eigentlich nicht so gerade die Farbe, die mir gefällt. Nein. Ich denke mal, ich wäre Fendt Naturgrün. Eigentlich eine schöne Farbe. Die gibt es eigentlich auch immer. Und machen da ein paar Akzente noch mit rein. Also so nicht alles in grün. Das ist einfach, was haben wir denn jetzt hier? Was war das Teil? Das werden wir mal... Oh, wenn wir so ein bisschen weiß mit reinmachen. Das ist der Innenraum, oder? Ja, das ist der Innenraum. Also wir wollen mit Sicherheit nicht weiß machen. Aber also wir arbeiten ja auch. Gut, ja, nein. Den Innenraum, den muss ich ein bisschen dunkler halten. Schwarz ist wieder so. Ich bin da eigentlich alles schwarz. Ich will bloß der Innenraum. Weiß, ich weiß nicht. Und das Grün. Na komm, wir machen das Grün mit. Das nervt auch jetzt hier. Wir machen den Innenraum um mit Grün. Wir haben ja hier die weißen Akzente. Hier und da. Felgenfarbe, jetzt kommt es da wieder. Felgen sind bei mir Chrom, also da gibt es nichts anderes. Sehr nervig. Seit wann macht denn der solche Fehler? Nummernschild hat er keinen Sinn, aber schade. Ich habe mir immer rausgesucht, wie so die Nummernschilder in Italien aussehen. Ja, die werde ich dann auch so ein bisschen nehmen. Gut. Das sind ja schon mal 502.000. Okay. So, haben wir für die Baumwolle auch mal was. Was hat denn der für Probleme jetzt auf einmal? Hat er ja, weil ich mir den letztes gekauft habe, nie gehabt. Alles, egal. Hat er halt jetzt Probleme. Was auch immer. So, Baumwolle. Rübentechnik. Genau, der. Das Stück wurde da wieder Baumwolle gemacht. Baumwolle? Achso, eine lose Baumwolle hätte ich da gehabt. Das ist natürlich eine schöne Idee, ne? Jetzt habe ich das Gerät gekauft. Verdammter Mist. Aber dann müsste ich dann irgendwie reinhauen haben, die lose Baumwolle annehmen. Habe ich sowas? LKW, was nimmt denn der alles? Der nimmt bestimmt keine löse Baumwolle. Nee, steht nämlich nicht mit drin. Da brauchst du bestimmt wieder einen speziellen Hänger. Und den habe ich glaube ich nicht. Dann lassen wir das im Ball. Gut. Ist das eigentlich? Nee. Ja, müsste ja sein.
Schokoriegel, Schokoruhr, Kamera und Kartoffeln. Achso, ja, stimmt ja. Wir haben ja keine Multifrucht, deswegen zeigt er mir ja so wenig an. Gut. Sagt immer. Was ist denn das jetzt hier? Ach, der Aufheber doch immer. Ich glaube, die Metzgeräte, die vertragen sich irgendwie mit der Italienkarte, nicht kann das sein. Aber okay. Kommt der jetzt hier auch wieder, jedes Mal. So, haben wir auch eine solide Kapazität. XL. Was ist denn XL? 100.000. Also ich habe die 2 Euro, dann mache ich extra GBS, ja. Hauptfarbe. Seinfarbe, ja. Schönes Weiß. Und die Felgenfarbe. Grün. Schlimm. So, Kennzeichen. Was haben wir denn jetzt hier? Genau, das so sehen die auch aus. Genau. Und ich sage jetzt einfach, wir sind hier in Napoleon. Napoli. Oh, also NP-Nehmer. Wo wir hier genau sind, das kann ich euch leider nicht sagen. Denn das war Geräte. Was für Geräte? Also auf irgendeinem Hof, wenn ich den kaufe, habe ich dann irgendwelche Geräte. Okay. Na gut, dann ist es halt so. So, wir machen Nummern fortlaufend. 001. Und das. So. 1 von hinten. Okay. Warte mal. Kostet auch nochmal 500.000. Meine Güte. Ist ja schon 1 Million weg. So, haben wir jetzt Baumwolle und so Rüben. Nein, noch nicht ganz. Brauchen wir noch Schneidewerk. So. Das werden wir weiß machen, weil. Warum wohl? Baumwolle ist weiß. Gut. Gut, wir brauchen. Noch einen normalen Mähdrescher. Habe ich natürlich auch etwas Besonderes mit. Oh, weil ich will ja nicht ständig immer neue Geräte kaufen. Ich kaufe immer was Ordentliches und wenn das Geld alles ist, alle. Mehr haben wir dann halt nicht. So, ich nehme auf jeden Fall mein Fend, mein Glas. Auf jeden Fall nicht passieren, dass wir so viel nehmen. Das sind einfach Kapazitäten. So, ja, die Kapazitäten. Hä? Wo sind die Kapazitäten? Ah ja. Füllballon, ja. Was haben wir denn da? 17.100. Das wird ja gleich 100.000. Gut, steht sie jetzt für 250, 500, 1 Million.
Nee, den nehmen wir nicht. Also, nehmen wir auch schon so ein Glas. Bei denen sind sie so ein bisschen realistisch wenigstens. Oh, 25.000 ist in Ordnung. Michelin. Genau, die Michelin. Reifen. Ordentlich Power brauche. GPS brauche. Und es viele denken, wie kann man sowas machen? Auf ein Glas die Bandfarbe drauf, aber wir ziehen jetzt mal die Farbe so ein bisschen durch, dort wo es geht. Die, um zu lackieren gehen, die Geräte. Und da kann ich auch ein bisschen ein paar Akzente kommen ja mit rein. Das ist einfach. Und haben jetzt noch ein bisschen Schwarz auch mit drin. Na, das lassen wir so. Ja, warum weiß man? Und den Sinn machen? Könnte man irgend machen. Ja, wir machen das so. Irgendwo ist das Chrom. Sehr schön. So, oh Gott, das sind wieder 500, über 500.000. Meine Güte. So. 2 Minuten kaufen. So, wir brauchen uns noch ein Schneidewerk. So, wir werden nicht das große nehmen, weil ich glaube, das lohnt sich ja nicht. Ich glaube, mit dem 14 Meter, das reicht hier, glaube ich, völlig zu auf der Karte. Oh, das gehört eigentlich zu dem Fend dazu. Aber das ist eigentlich dasselbe, oder? Ja, eigentlich müsste es passen. Wenn wir gleich feststellen. Tut nämlich auch so ein bisschen was anderes noch ernten mit. Also der macht nicht bloß. Sparen wir uns nämlich ein Schneidewerk. Und wir brauchen kein Schneidewerk so. Gut, wir nehmen das kleine 14 Meter. Ah, klein, okay, ja. Niemand nimmt. Licht, wie haben wir den? Grün, weiß haben wir den. Naja, das fällt dann nicht so gut auf. Bunt wäre was. Oh, damit habe ich das natürlich nie gerechnet. Oh, wie sagen die hier keine Standardfarben drin? Keine Standardform haben die hier drin. Das ist natürlich irgendwie noch was. Schon leer grün. Nee, Chrom ist nicht so meins. Also zumindest bei den Farben. Ja. Weißt du was, dann nehmen wir halt schon die. So, lassen wir das. 9.000. Meine Güte. 2,5 Millionen haben wir noch. So, okay.
Also die Erntegeräte haben wir jetzt alle. Brauchen wir jetzt noch meinen Kipper. Der ist dafür preiswert. Ich weiß nicht, warum der bis 800 Euro kostet, aber okay. Kein Problem damit. So, wir machen ohne Abdeckung. Ohne Abdeckung. Bei den LKWs, da bin ich fast der Meinung, dass wir mal, die werden wir ein bisschen absetzen. Dass die ein bisschen anders aussehen. Das heißt, das Neues machen wir nicht. Dann haben wir das lackierte Lehne. Gut. So, was nehmen wir von Kleidervolumen? Nicht das Lehne, aber man will es ja nicht übertreiben. 70.000 Liter. 100.000? Lassen den mal relativ realistisch. Mit 70.000 ist relativ realistisch, glaube ich mal. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne? Brauchen wir erst nur. Weiß ich nicht, was sich da verändert, aber ja. Und die Sprache so haben. GPS brauchen wir nicht. Und die Seite mal, was ist denn das? Was ist das? Was passiert hier? Was ist das? Ja, das können wir noch mit. No, machen wir das nämlich so. So, die LKWs werden nämlich weißrot. Und das sieht vor allen Dingen beim das ist auch schön. Das war's weg. Das war's weg, wie er heißt. Sag mal. Jetzt geht's schon ab beim Scania. Jetzt war's wieder. Sieht nicht beim Scania richtig gut aus, wenn du den weiß und den rot machst. So, gut. Gut. So, LKW. Brauchen wir auch noch einen normalen LKW für drei Achse ist glaube ich ein bisschen groß hier auf der Karte. Nehmen wir einen normalen? Nein, einen normalen nehmen wir nicht. Wir nehmen schon wenigstens zwei Achse. Thank you.
eine Achse machen. Eine Achse hin. Eine Achse Mitte. Nee, wir machen mal Lenkachse hinten. Das ist ein Eispuff Original. Nee. Okay, Original drin. Fensterleiste. Schutz. Aufkleben, was haben wir noch? Für weiß ist blöd. Schwarz. Schattenjünger noch drauf. Genau, machen wir selber. Motor. 508, 650, 650 Tuning. 730, 730 Ego Tuning. Ja, nehmen wir hier. Haben wir da 801 PS. Das klingt gut. GPS braucht der Uni. Hauptfarbe. Weiß. Oh, sieht das gar nicht so schlecht aus mit dem Schmutz. Designfarbe. Ist das hier hinten eigentlich gar nicht. Muss ich nur beobachten. So, was haben wir jetzt hier? Bei Dirk. Dann hat das auch noch weiß. Und das war's. Genau, so machen wir das. Sieht nämlich eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das jetzt noch auf Rot machen? Ne, das sieht scheiße aus. Und das? Ne, ist schon unruhig so. Regenfarbe. Chrom. Gut, so und jetzt. Gut, haben wir einen LKW. So, jetzt brauchen wir logischerweise noch Traktoren. Wenigstens. Haben wir ein paar besondere mit? Ich bin ja eigentlich bei meinem Lamborghini. Was ist denn der eigentlich? 254. Ich will auch, aber ich nehme meinen Lamborghini. Oh, wir brauchen ja auf jeden Fall zwei Traktoren. Und ich sage, dass ich einen Lamborghini nehme. Oh, den nehme ich. Und dann brauche ich ja meinen Helfer. Ich spiele ja mit einem Helfer. Der kriegt auch noch einen. Da gucke ich mal, was der kriegt.
So, hier gibt es ja auch, richtig gute Felgen. Die Goodyear nämlich. Sehr breit. Ja, muss ja hier auf der Karte eigentlich. Muss das sein auf der Karte? Das ist so schön enge. Man wird viel macht das glaube ich nie aus. Komm, wir haben breit gemacht. Licht. Nehmen wir auch Holz. Augenbeleuchtung. Nehmen wir Rot. Blau. Stufenbeleuchtung. Kühlerfigur. Orange, Orangeblau. So, oder? So. Das Zeug werde ich nicht dran machen, weil das bei Zeiten nicht mehr funktioniert. Die haben mir irgendwie eine Uhrzeit eingegeben, ab dann ist es für das Gerät zu dunkel. Und deswegen nütze ich das nicht. Dann mache ich mir vorne lieber das Teil dran, das andere. Das geht immer. Probe. Fensterscheiben. Schwarz, Felgenfarbe, so, und Kennzeichen von hinten, so. Brauche ich noch einen Traktor für meine Helfer? Bin ich eigentlich bei John Deere mal. Beim 8R. Oder? Ja. Genau. Mein Helfer kriegt einen John Deere. Wenn ich irgendwann sage, okay. Ich arbeite mit zwei Helfern, da kommt dann noch ein Fendt, würde ich sagen. Aber ich will mal gucken, eigentlich müsste ich mit einem Helfer hinkommen. Okay. Gibt es hier auch solche? Achso, hier sind die wieder anders. Okay, nehmen wir auf jeden Fall. Thank you.
typisch dynamisch, da bewegt sich das typisch. Treibungsaufnahme, was gibt es hier? Grundgewicht. Nein, Treibungsaufnahme. Motor als Führung. Komm mal da. Gibt's mein Queen wieder nicht? Das ist natürlich nicht schön. Nö. Das ist nicht schön. Dann gibt's den nicht. Dann gucken wir uns mal beim Fernseher. Dann wird er Fan Fünfundzwanzig Maximum. Ein bisschen übertrieben. Nein. Ja. Tiefschmutz. Grill 135. Oh, das ist der hätte es eh nie gegeben, mein Queen 6 gerade. Ja. Gut. So. Sechs. Und passt. Kaufen. So, haben wir die Traktoren. Oh, okay. Wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Ich würde sagen, ich werde das Video erstmal beenden. Und wir shoppen im nächsten Video weiter. Bis dahin. Ciao.